Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Heute folgen wir mal den Schienen. In der letzten Folge hatten wir eine Menge Spaß, soweit ich weiß. Hoffe ich mal. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel weggeschnitten, dass wir... Oh, da ist ein Event. Der Bote. Dass wir noch eine ordentliche Folge zusammen hatten. Ich weiß ja nicht, wie viel ich weggeschnitten habe. Hast du dich gerade teleportiert? Aber gucken, war auf jeden Fall lustig gestern. Hallo, bist der Bote. Ah, hallo! Ich bin froh, dass Sie hier sind. Willst du denen eine hübsche Nachricht hinterlassen, ja? Bed and Breakfast am Berg. Ich bin auf jeden Fall froh, dass es vorbei ist. Wir werden schon bald da sein. Guter Mann, verziehen Sie sich. Mit freundlichen Grüßen von Sie wissen schon wen. Nun, das wirkte nicht besonders freundlich. Aber ich kann Ihnen versichern, dass ich nur der Überbringer der Botschaft bin. Einen schönen Tag. Das ist eine Nachricht von mir. Oh, hallo. Ich habe gerade die Überbringung einer Nachricht durchgeführt und bin derzeit nicht im Dienst. Tut mir leid, Sie zu enttäuschen. Hau ab, Junge, hau ab. Bin hier beschäftigt. Ich muss Dinge erledigen. Ha. Oh, die 10mm ist so gut. Alter Schwede. Habt ihr das gesehen? Die habe ich richtig fertig gemacht. Bauplan, Grubenbauerhandschuh. Ah, cool. So, dann müssen wir uns auch reinknacken, das ist aber gar kein Problem. Vielleicht hätte ich schleichen sollen. Ich hab geschlichen. Hä, wie hat er mich gesehen? Oh, ich hab Schlüssel. Ich muss mich da jetzt nicht durchhacken. Sehr schön. Durchhacken allein schon. Ich muss nicht das Schloss knacken, meine ich. Da. So sieht das aus, wenn Gegner länger liegen. Eigentlich. Nachdem die Nachricht überbracht wurde, kann ich anhalten und auf meine nächste Aufgabe warten. Ich weiß, dass hier noch einer ist. Mindestens. Überraschung! Hier kommt der Sieger. Eine weitere Nachricht erfolgreich überbracht. Wann kommt die nächste? Okay, der wird hier wahrscheinlich jetzt eine Weile lang chillen. Aber soll er mal machen. Mich interessiert das nicht. Wir sind hier durch. Wir hauen ab und hoffen, dass kein Spieler jetzt hier auf dem Weg hin ist. Ich mag das nicht, so lange an einer Position rumzuhängen. Weil ich immer das Gefühl habe, dass irgendjemand kommt. So, er sieht nicht so aus, als wäre hier irgendwo in der Nähe eine Bahnstation. Doch, da! Sie ist gerade aufgeploppt. Nice. Aber das ist hier an der Ecke. Ich bräuchte hier irgendwo eine noch. Aber wir werden auf jeden Fall noch ziemlich viele Kunden, bis wir ankommen. Das heißt, es wird, ich denke mal, eine Woche wird es dauern, bis wir da sind. Also macht euch da mal keine Hoffnung, dass es allzu schnell gehen wird. Warum ist das eigentlich so, dass man mehr Angst hat, von hinten erschossen zu werden, dass jemand von hinten kommt? Die kann auch genauso gut von vorne kommen. Eigentlich. So, was bist du? Noch eine Fabrik? Oder die Bahnstation? Was war das? Irgendwer hat er doch mit... Ich habe einen Schalldämpfer gehört. Da bin ich jetzt blöd. Achso, das ist Standort Charlie hier. Alles klar, das ist nicht die Bahnstation. Gehen wir weg. Ich hätte schwören können, Schalldämpfer gehört zu haben.
Und Schritte. Aber es könnten meine Schritte sein. Ich kriege hier Halluzinationen an der Ecke. Nur zur Bahnstation, alles klar? Kein Stress. Kein gar nichts. Oh. Tunnel. Wir wollen hier dahin. Weil wir könnten rein theoretisch den Tunnel nehmen. So ist es ja nicht, ne? Wären wir schneller auf der anderen Seite, aber ich will ja die Bahnstation finden. Hä? Wo ist die jetzt hin? Also als wir da am Häuschen waren, haben wir sie noch gesehen. Da. Es ist ja doch eine Bahnstation. Ich dachte, hier ist nur der Tunnel. Irgendwie ist da hinten eine Bahnstation. Wir gehen da erstmal hin, bevor wir den Schienen weiter folgen. Ach, Verarschen wollten die mich. Alles klar. Da ist Endstation. Aber ich hätte schwören können, ich habe einen Schalldämpfer gehört. Schwören hätte ich es können. Man hat ja auch Leben verloren. Ich glaube, der hat direkt vor mir Leben verloren, oder? Oder bin ich jetzt blöd? Ich kriege Halluzinationen. Das muss ich mir nochmal in der Aufnahme angucken. Das war hundertprozentig ein Schalldämpfer. Sowas von. Ich höre doch einen Schalldämpfer, wenn ich einen höre. Eine kleine Ruine. Da gucken wir doch mal kurz rein. Vielleicht gibt es da irgendwas Interessantes. Eine Truhe. Legendären Boss. Munition. 50er, die wir auch brauchen. Ein Mann mit einer Sense und einem Vogel. Wie könnte der gestorben sein? Hat er sich mit dem Vogel angelegt oder was? Man legt sich nicht mit Vögeln an. Hä? Wie soll ich denn? Super, da komme ich gar nicht ran. Na gut, hier ist nichts. Ab zum Bahnhof. Bahnhof. Okay. Leuchtende, verseuchte Red-Ratte. Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Wir sind an einem Bahnhof. Ich dachte schon, da ist ein Auto, das sich bewegt. Habt ihr das gesehen? Das sah aus wie so ein Laster. Hier kann sich jederzeit jeder herporten. Wäre natürlich geil, wenn sich gerade jetzt jemand vor meine Nase hinportet. Und ich ihn da einfach abknall. Das würde ich feiern. Station R&G. Da ist eine kleine Werkbank. Da machen wir mal so. Nee, dann gehen wir hier hin. Machen wir mal so. Und dann geht das hier alles rein. Und dann nehmen wir hier ein bisschen was mit. Schrott. Im besten Fall haben wir hier irgendwo wieder eine Tonne Schrott rumliegen, die wir rausholen können. Da, Schrott, komm. Um die Hälfte. Ein verarbeiteter Stoff um die Hälfte. Sag mal, Dude. Geht's dir gut? Ja. Aber ich habe meine Sachen entfernt. Oder? Hast du dich weggeportet, Bro? Ich hatte ihn fast erwischt. Verdammt, das ist ärgerlich. Na gut, ich habe ein paar Kronkorken verloren. Was soll's. Der ist wahrscheinlich weg. Naja. Schade. Ah, ärgerlich. Hat ihn fast.
Wie er mich ausschalten wollte und einfach nicht getroffen hat am Anfang. Fand ich auch nicht schlecht. Na gut. Das so. War das der, der mich getötet hat? Ich weiß es nicht. Ah, wenn ich wüsste, wie er hieß. Aber wie schnell er mich auch gekillt hat. Ich hatte doch noch volles Leben, oder nicht? Hat er sich so schnell weggeportet? Das ist kacke. Ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Ja, der wird über alle Berge sein. Aber ich habe den meisten Schrott, habe ich, glaube ich, reingelegt. Aber ich habe erstmal Platz gemacht, ne? Naja, was soll's. So viel war das jetzt auch nicht. Ist ja nicht so, als hätten wir irgendwie eine Menge gehabt. So, Bahnhof haben wir gefunden. Dann folgen wir weiter in den Schienen in die Richtung. Ah, so knapp. So knapp. Ich werde mal ganz kurz mich hier irgendwo hinhocken. Hier so hin. Ich beende ganz kurz mal die Folge. Und dann gucke ich, wie er hieß. Okay. Er hieß That Stealthy Guy. Sobald er in den Top 3 ist, werden wir ihn jagen. Dann werden wir ihn jagen. Ich hoffe, das kriegt er noch hin in der nächsten Stunde. Weil ich nur noch 2 Folgen mache mit dieser zusammen. So, wo sind wir jetzt? Wir gehen mal eine Abkürzung. Wir haben ja hier schon Bahnhof gefunden. Der nächste wird ein bisschen weiter weg sein, denke ich mal. Warum? Ist der hier lang abgehauen? Ja, der hat sich hundertprozentig geportet, also es geht ja richtig schnell. Keine Ahnung, warum das explodiert ist. Wer weiß das schon? Ich hatte ihn fast mit meiner 10mm erwischt. Habt ihr gesehen, wie die 10mm reingehauen hat? Alter Schwede. Ich hätte sofort den Watz-Modus aktivieren sollen. Ah, viel zu spät aktiviert. Und er konnte voll hoch springen. Na gut, er war 74, also. So. Scheiße. Das war jetzt nicht schlau. Ach, Kacke. Kann ich das hier. Oh, ich bin ja nackt. Stimmt, ich bin seit einigen Tagen nackt, ne? Halloween-Schädel und Scharfschützen-Outfit. Na komm, ich will das nicht nochmal. Ich muss doch hier irgendwie wieder hochkommen. Ach, Kacke. Ich will den ganzen Weg nicht nochmal laufen, okay. Folgender Plan. Wir benutzen wieder unsere Rüstung. Oh nein, ey. Oh, nicht aufgepasst. Aber hier mit der Rüstung könnte ich doch hochkommen, oder? Ja, huch, ich habe mich einfach hochgebackt. Seltsam. Wo sind jetzt die Schienen denn? Ich laufe irgendwie auf denen, ne? Ich sehe hier keine Schienen. Aber tun wir einfach mal so, als wären hier welche. Gut, ja, zumindest bin ich jetzt nicht mehr gesucht. Ich fühle mich jetzt ein bisschen befreit. Ich meine, ist klar, wenn ich in der Nähe eines Bahnhofs bin, ja, dann ist das halt so. Hey, da ist eine Werkstatt. Gehen wir doch da direkt mal hin. Übrigens, bei der nächsten Haltestelle werde ich mal kurz zurückporten und die Sachen wieder einsammeln. Munition und so weiter und so fort. Ja.
Bin ich eigentlich krank oder so? Nesselnde Wunden, ja. Aber ich habe keine Heilung. Schade. Aber wir gucken mal, was das da hinten ist für ein Örtchen. Das heißt, ich kriege gleich höchstwahrscheinlich wieder 210 mm Munition. Das ist nicht schlecht. Und das ist jetzt momentan eine meiner stärksten Waffen, wenn man so mal drüber nachdenkt. Dann guckt es euch an. Ist ja pervers. Ich dachte, da will sich jemand hier als rächen. Aber ich glaube, der ist einfach nur weggelaufen. Spruce Knob Campingplatz. Was kann man sich hier so schönes holen? Achso, noch gar nichts. Das ist nur ein Campingplatz, der ziemlich verwüstet ist. Aber um das hier oben geht es wahrscheinlich. Was war das denn? Okay. Whatever. Wo kommt das denn her? Ein kleiner Mini-Riss. So, gehört die Werkstatt jemandem? Nein. Essen, Wasser, Gold, Kupfer, Säure. Säure ist natürlich nicht schlecht, aber... ist jetzt nicht der Schüssel, ne? Also gehen wir wieder. So... weiter geradeaus kommen wir wieder zurück zu den Schienen. Und ich habe Hunger. Habe ich noch was zu essen am Start? Dorbenes Fleisch. Na gut. Müssen wir erstmal so zurechtkommen. Du bist Kupfer? Nee, Gold? Seit wann sieht Gold so aus? Ich dachte, Gold ist Gold. Schwer zu beschreiben, was Gold für eine Farbe ist, wenn Gold eine Farbe ist. Gelb leuchtend. Irgendwie so ähnlich. So, das heißt hier, den Ort haben wir auch entdeckt. Als nächstes kommen wir da an. Hey, da bin ich gestorben. Das ist schon lange her. Ferner Donner. Ja, wir hätten auch durch den Tunnel gehen können. Und dann dahin, also. Aber ich möchte halt wirklich die Schienen lang gehen und wenn, dann auch hier die Station finden. Das empfinde ich als sehr wichtig. Irgendwie laufe ich an den Schienen vorbei. Wo sind denn hier die Schienen? Unterirdisch wahrscheinlich, ne? Höchstwahrscheinlich unterirdisch, ja. Oh, laufen wir die unterirdischen Schienen entlang. Oh, das ist die Monorail. Kann auch die Monorail sein, die wir hier verfolgen, ne? Ja, es ist die Monorail. Huch. Legendär. Das war er mal. Jetzt ist er tot. Eine legendäre Leiche, Freunde. Hier seht ihr sie. Angriff auf ungerüstete Munitionfabrik. Das ist jetzt scheiße. Das sieht echt scheiße, Leute. Scheiß Timing. Was haben wir eigentlich von ihm bekommen? Haben wir irgendwas von ihm bekommen? Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. So legendär kann er ja nicht gewesen sein. Ich habe ihn geplündert, das weiß ich. Waldel-Uferin. Komischer Name. Nichts. Injektor habe ich bekommen. Ach, super. Das wünsche ich mir immer. Okay, ich vermute mal, wir werden hier allzu schnell... Halte die Eindringlinge auf. Ich kann doch nicht schnell hinreisen. Alter, ich werde mir das Ding jetzt holen. Meine Munitionsfabrik. Der hat meine Munition geklaut. Netter Typ. Aber gut, ich weiß, dass da jemand ist. Und schnappe ich mir. Und vielleicht ist das mein guter Freund. Hast du halt nur ein bisschen Pech gehabt, dass ich hier halt direkt um die Ecke wohne, ne?
hoffe nur, dass ich rechtzeitig da bin. Ich bezweifle stark. Fehlgeschlagen. Ach. Ey, wie soll man da auch schnell hinkommen? Weil der ist bestimmt immer noch da. Mein Freund. Ich werde das hier an dir testen. Und wenn, dann hole ich sie mir einfach zurück. Wenn er da abhaut, dann soll er da abhauen. Jetzt geht's hier los, jetzt kommen die ganzen Freaks raus, die sich gegenseitig zertrümmern. Er rechnet bestimmt nicht damit, dass ich so schnell da bin. Sack. Wie ist der so schnell hergekommen? Hier muss eine Station sein. Scheiße. Ist er das? Ich bin gerade angespannt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gibt hier keinen Ausgang, ne? Er hat sich selbst getötet. Oh Gott.
Oh nein, 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 nein. Was ist der denn hier gekommen? Na, ich mach kein Kopfgeld. Naja, egal. Aber er hat sich selbst umgebracht. Ich habe ihn nicht gefunden. Schade. Schade, schade, schade. Die legendären hätte ich gern gehabt. Aber ich werde jetzt mal versuchen, ohne meine Rüstung hinzugehen und die dann fertig zu machen. Mal gucken. Also. Oh. 200. Ah, okay. Der legendäre ist tot. Das heißt doch, dass ich eigentlich Loot bekomme, wenn ich dahin laufe, oder? Na komm, laufen wir mal. Naja, wie ich halt noch ein paar Kronkorken, ist jetzt nicht so wild. Das heißt, er wird wahrscheinlich den anderen auch einnehmen, ne? Gehen wir da jetzt schnell hin. Dann soll er das Ding haben. Der wird mich jetzt nicht mögen. Der denkt sich, oh, was für ein Arsch. Schade. Ja, der ist 74, aber wir hatten ihn fast. Hätte ich ihn gefunden, hätte ich ihn auch töten können. Aber ich denke, er hat sich irgendwie wiederbelebt. Es gibt ja diesen Versuch, jede Minute sich wiederzubeleben. Ich wusste nicht, wo er ist. Dann hat er mich einfach erschossen. Ja, schade. Schade, schade, schade. Ah. Soll ich hier auf ihn warten? Ich warte mal eine Weile. Mal gucken, ob er kommt. Wobei, ach, was soll's. Ich mache ja sowieso nur noch eine Folge, also ich brauche den ganzen Stuff nicht mehr. Die Werkstatt gehört mir. Er wartet am Spawn. Ja, das ist, ich bin tot. Scheiße. Oh Mann. Einfach nur den Loot haben und dann verpisse ich mich. Wie komme ich da hin? Dann soll er meinetwegen den Laden hier haben. Ist er gestorben? Ich finde ihn nicht mehr. War, glaube ich, da unten, ne? Dann habe ich ihn nie erschossen. Zum Preis. Oh, er ist aber gerade gekommen. Aber ich kann nochmal hinschleichen und versuchen nochmal zu töten.
Der wird höchstwahrscheinlich nochmal gegen die Wölfe kämpfen, wa? Aber das in der nächsten Folge, Freunde. Haut rein, euer Zero. Tschüss.